Schön ist die Welt, gesungen von über 100 Kindern beim großen Sommerkonzert in der Stadtkirche in Pforzheim. Eltern, Geschwister, Großeltern, Onkels und Tanten, alle sind sie gekommen. Dass heute so viele Kinder mitsingen, ist nicht selbstverständlich. Vor 6 Jahren sah die Perspektive der Kinderchorarbeit der Stadtkirche noch düster aus, erinnert sich Heike Hassstedt, die leitende Kirchenmusikerin. Also unsere ursprüngliche Situation war so, dass die evangelische Singschule, die an dieser Kirche, auch an dieser Kirchenmusikerstelle hier in der Kirche, eine große Tradition hat, dass sie zahlenmäßig durch eine etwas längere Vakanz doch ziemlich geschrumpft war. Wir hatten sehr wenige Kinder, bis hin dahingehend, dass auch einige Leute gesagt haben, wenn es nicht mehr wird, dann singt hier vielleicht an dieser Kirche keine große Anzahl von Kindern mehr. Doch damit wollte sich die Musikerin nicht zufrieden geben. Ihr Plan, den Chor auf eine breitere Basis stellen. Das heißt auch, dass man altersmäßig sehr weit nach unten gehen muss, einmal um Kontakt zu bekommen zu Familien, die kleine Kinder haben, aber auch um diese breite Basis zu erreichen. Und wo erreicht man sie? Man erreicht sie im Kindergarten. Und dort wurde sie auch fündig. 2017 entstand das Projekt Singen im Kindergarten. Die Musikpädagogin Sabrina Keller geht einmal die Woche in jede der 5 teilnehmenden Kitas, um mit den Kindern zu singen. Anfangs sponserte eine Stiftung ihre Arbeit beim Projekt Singen im Kindergarten. Mittlerweile finanziert die Diakonie Pforzheim das Projekt. Weder die Kirchengemeinde noch die Kitas könnten sich Sabrina Keller und ihr musikalisches Angebot sonst leisten. Sabrina Keller war von Anfang an begeistert. Natürlich, das Singen mit den Kindern ist unglaublich toll. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Ich habe sehr viele Kinderchöre schon geleitet. Und jetzt gerade mit so jungen Stimmen finde ich das ganz besonders toll zu arbeiten. Doch nicht nur die Kinder werden stimmlich und musikalisch geschult. Das Einzigartige an diesem Konzept ist, dass ich auch mit den Erzieherinnen arbeiten kann und eben auch ihre Stimme schulen kann, eben mit Stimmbildung, die ich am Anfang mit den Erzieherinnen mache, aber auch, damit sie auch selbst einen Singkreis leiten können. Schön ist die Welt. Und das tun die beiden Erzieherinnen Olga Reb und Maria Ehrmann mit Leidenschaft im evangelischen Kindergarten der Stadtkirche Pforzheim. Ja, immer wieder mal zu Hause gesungen und mein Sohn hat dann gemeint, Mama, du hast so eine hohe Stimme, kann man nicht so gut anhören. Und irgendwann mal habe ich gedacht, okay, gut, dann lasse ich das wohl zu Hause, dann habe ich hier die Gelegenheit, das dann zu nutzen. Von Oktober bis Juli proben die Kinder für ihren großen Auftritt beim Abschlusskonzert. Einstudiert werden dieses Jahr alte Volkslieder aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Wir haben doch einige gefunden, die den Kindern auch sehr, sehr viel Spaß machen. Und mich wundert es, oder ich bin total begeistert, wie gern die Kinder diese Lieder auch singen. Wie beispielsweise Grün, Grün, Grün sind alle meine Kleider. Das ist eigentlich der Hit bei den Kindern im Moment. Darum liebe ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger, Jäger ist. Und über das Singen lernen sie natürlich ganz andere Wörter, eben durch diese alten Texte, auch alte Wörter, die man im Alltäglichen jetzt gar nicht mehr gebraucht, wo man vielleicht auch einiges erklären muss, aber die Kinder erweitern ihren Wortschatz. Alle zusammen auf einer Bühne. Die Kinder des Projekts Singen im Kindergarten und der Chor der Singschule der Stadtkirche Pforzheim. Diese hat sich zahlenmäßig seit 2017 von 10 auf über 70 Kinder vergrößert. Auch dank des Projekts Singen im Kindergarten. Ab dem kommenden Jahr werden sogar 8 Kitas am Projekt Singen im Kindergarten teilnehmen. Das Tolle an diesem Projekt ist ja, dass durch das Singen
die Kinder sozusagen einen großen Anteil von Selbsterfahrung machen. Und sie müssen nichts mitbringen, nur sich, ihr körpereigenes Instrument und sich darauf einlassen, auf eine Situation, die sie fordert, aber auch fördert, um mal zu schauen, was macht jetzt die Stimme mit mir? Und sie macht ja eine ganze Menge mit den Kindern, mit Erwachsenen auch. Aber bei Kindern ist der Zugang halt sehr, sehr viel leichter und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, spontaner.